Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Trophäentipp in Far Cry Primal, und zwar Tränen der Schande. Wie man das hier sieht, das hier ist eine gesamte Bestie. Dummerweise hält diese hier gewaltig viel aus. Deswegen, klar, lieber einen kleineren holen, wie jetzt hier diesen Rothund, der krepiert eigentlich am schnellsten. Den einfach da mal herholen. Natürlich solltet ihr auch die Fähigkeit besitzen, schon mal ein gezähmtes Viech zu holen und das natürlich auch gezähmt haben. Das holt ihr dann in dem Fall her, alias wie ich jetzt hier diesen Rothund. Und diesen müsst ihr dann schlussendlich töten. Natürlich solltet ihr den auch noch treffen. Wie man das hier sieht, mit normalen Angriffen klappt das hier nicht so wirklich. Na, da schleudere ich immer bloß dran vorbei. Deswegen hier Speer nehmen und werfen. Und sobald dieser dann down ist, seht ihr hier diesen tollen Kringel. Der erstmal komplett runtergehen muss, dass das Viech auch wirklich komplett tot ist. Und dann könnt ihr diesen auch noch häuten. Und somit nach dem Häuten wird die Trophy getriggert. Und die Trophy ist die eure. Ne? So wie jetzt hier. Zack. Töten, häuten, kurz abwarten und fertig. Jo, ich wünsche euch was. Haut rein. Servus und ciao. Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos. Falls ihr noch mehr Tipps oder Tricks benötigt, klickt einfach auf den Playlist-Button. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt und mich abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut rein.